was haben wir hier? Nein, zu Hause. Ein Side-by-Side-Kühlschrank. Warum geht man denn überhaupt so schwer als Classic-Physikathlet? Servus Freunde, hallo und herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht es, heute sind wir ganz, ganz woanders. Wo sind wir hier? Im neuen Zuhause. So ist es. Wir sind im neuen Eigenheim. Wir sind aktuell mitten am Siedeln. Die ersten Kartonagen haben wir jetzt rübergebracht. Wir schauen uns, dass die alte Wohnung wieder leer wird und räumen sie schon langsam hier rüber. Also ihr könnt sich denken, das ist eigentlich Stress pur. Also es ist ziemlich fordernd, ihr habt es ja mitgekriegt, bei mir ist jetzt eine ganz andere Trainingsroutine. Training ist mittlerweile teilweise mehrmals am Tag, die Meals sind geplanter denn je. Und jetzt das Siedeln nur dazu. Es ist herausfordernd, ganz ehrlich, und die Regeneration, die ist momentan, glaube ich, so ein Knackpunkt. Ja. Knackpunkt. Also wir sind müde, aber in einigen Tagen haben wir es durch. Aber happy. Aber happy, so ist es. Also ganz ehrlich, wir wissen ja, wofür wir es machen. Die Freude überwiegt extrem. Wir haben unsere eigenen vier Wände jetzt. Das Herzstück, das steht schon, das sieht man hier, das ist wunderbar. Das ist so die größte Freude. Das ist. Oh ja. Ich glaube, jeder Bodybuilder kann das fühlen. Ein Side-by-Side-Kühlschrank, der allererste. Und das Wichtigste ist jetzt da schon mal drinnen. Und zwar der Pre-Workout-Shake und das Intra-Workout. Er ist nur leer, ansonsten haben wir noch nichts drinnen. Wir haben den erst gestern angeschlossen. Und dementsprechend auch noch nicht. Ganz adjustiert, Freunde, man sieht das, der wackelt nur, also das wird nur Arbeit werden, die steht mir bevor, genauso wie richtig viele andere Sachen, Lampenschirme können drauf, das Umzugsunternehmen muss erst einmal kommen, das Bett transportiert, den Kasten, die Couch, den Ergometer, der darf natürlich nicht fehlen, denn die Diät, die nächste steht auch bald bevor und dann werden wir da ordentlich strampeln und radeln, hoffentlich in einer geilen Kulisse auf der Terrasse draußen. Die Freude überwiegt, auch wenn wir müde sind, aber es geht voran. Also wenn ich die Küche so sage, dann freue ich mich auf den ersten Full Day of Eating. Ja, auf den freue ich mich auch, weil der wird bald kommen. Und es gibt viel zum Sagen. Ja. Nicht nur die neue Küche, sondern auch über 6000 Kalorien. Und das schlagt mittlerweile ordentlich ein. Ihr habt es ja mitbekommen am Anfang. Das war vielleicht ein bisschen eine Challenge mit dem Essen. Aber jetzt ist es so. Und das ist jetzt eine öffentliche Beichte. Ich habe gestern zusätzlich zwei Riegel reingeschoben am Abend. Also der Motor läuft, die Maschine läuft. Der Hunger vom dicken Bub ist groß. Das ist richtig gut. Wie viel Kilo hat er? Alter, Thomas, heute in der Früh. Also erstens einmal richtig, gar nicht dick. Die Form ist immer gut, nur der Kopf ist rund, aber das kennt man ja von mir mittlerweile. Heute in der Früh waren es 129,8 nüchterne Kilo. Also das ist mittlerweile Kampfgewicht. Und also viele fragen ja in den Kommentaren, warum geht man denn überhaupt so schwer als Classic-Physikathlet? Ja, ich meine, man muss bedenken, ich bin ja großer. Also ich bin 1,89 m, ich habe ein dementsprechend hohes Gewichtslimit. Das liegt bei mir einfach über 112 Kilo. Das heißt, ich bin ja jetzt einmal, gerade einmal 17, 18 Kilo über mein Gewichtslimit und jeder, der schon mal so eine Wettkampfdiät gemacht hat, der weiß, da geht richtig viel Schrott runter, bevor wirklich das überbleibt, was übrig bleiben soll. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen zum letzten Olympia, da habe ich ja bei der Abwägung, du warst ja mit dabei, gerade einmal ganz knapp über 110 Kilo gehabt. Und ich war dort nicht nüchtern, das bedeutet, ich habe schon gegessen gehabt, ich habe getrunken gehabt, ich habe gar keine schlimme Restriktion in dieser Hinsicht gehabt. Das heißt, da war eigentlich alles leibend. Also wir haben definitiv mindestens noch 2 bis 3 Kilogramm Luft, die wir auffüllen können, die wir auffüllen müssen. Denn da, was ist denn da los? Ich habe mir vorgedacht, dass der Foto gemacht, das ist da scheppert es draußen. Auf jeden Fall, ich habe nur ein bisschen Luft, ich kann ein bisschen raufpacken und wenn ich es mir jetzt aussuchen kann oder könnte und wir arbeiten ja dementsprechend, dann ist ein bisschen mehr Latte geil, ein bisschen wuchtigere Arm, ein bisschen mehr Beinbeuger. Ja, und dafür brauchen wir einfach mal einen Kalorienüberschuss, denn ohne Kalorienüberschuss gibt es keine Muskeln. Und wenn man sich jetzt einmal die Elite anschaut, die ganz, ganz oben, wie ein Ramon, wie ein Chris Bumstead, die Jungs, die müssen sie alle reindrucken. Der Ramon, der muss auch beim Olympia mal einen Zentimeter länger gemacht werden, damit er reinpasst. Also die sind alle am Limit. Dementsprechend passt es schon, dass wir so schwer sind, wie wir es jetzt haben. Ja, man muss sagen, heute der Chiropraktiker zum Beispiel hat gemeint, der hat auch Bodybuilding-Erfahrung,
der hat gemeint, dass Fabi einige Wochen vor dem Wettkampf steht, weil er noch so lean ist. Also die Form ist wirklich so gut, also Fett ist so wenig, Wasser, es muss Wasser und Fett dazukommen, damit man Muskeln aufbauen kann. Das ist notwendig für einen Muskelaufbau, aber so schwer und so lean war es noch nie. Ein paar Muskeln auf, die Form bleibt gut. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar Baustellen zu beheben, wie den Rücken, der was natürlich noch ein bisschen symmetrischer, gerade werden muss. Das sind zum einen muskuläre Schwächen, das sind zum anderen aber ein paar Sachen, die man jetzt vielleicht noch einrichten kann bei der Wirbelsäule. Aber wir arbeiten dran, trotz dem ganzen Umzugsstress. Das heißt, das nächste Training steht an. Es ist nämlich 5.27 Uhr und ich glaube, die Zeit stimmt nicht. Wie viel Uhr ist es? 16.30 Uhr. Das heißt, es gibt jetzt einmal mein Shake-Form-Training. Es ist eigentlich so, das sind 20 Gramm Cluster-Dextrin, 3 Gramm HMB und 20 Gramm Isoglier. Man muss sagen, rund ums Training, also ich habe trainingsfrei oder am Trainingstag eigentlich genau die gleiche Ernährung, nur die ganze Ernährung rund ums Training fällt weg. Und das ist eigentlich komplett flüssiger Natur. Das heißt, ich habe vor dem Shake ein Training, ich habe ein Intra, ich habe direkt nach dem Training einen Shake und ich habe 15 Minuten später nur einen Shake. Das heißt, wir schauen eigentlich, dass die Verdauungsbelastung gering ist, dass ich alles, was ich zu mir nehme, schnell verdaulich ist, dass die Performance nicht irgendwie beeinträchtigt wird im Training. Aber ich glaube auch, dass man einfach, und das nehme ich jetzt einmal so an, ich sage jetzt einmal so, diesen Nahrungsmittelvolumen gering halten wollen, weil 6000 Kalorien aufwärts, das ist einfach einmal viel. Und das ist ja sicher nicht, wenn man sich vollstofft mit Gemüse zuträglich für die Mittelpartie, oder ist sicher nicht förderlich. Und ich kann schon mal ansagen, ich habe erst mit Patrick gesprochen vor kurzem, ich denke, dass da nur mehr was nach oben kommen wird. Denn jetzt bald. Genau, also wir haben ja mittlerweile mehrmals den Plan adaptiert, die Anfangskalorien sind wesentlich erhöht worden, ich habe dann noch High- und Low-Days gehabt, jetzt gibt es nur mehr High-Days, das Einzige, was jetzt anders ist, ist ja eben die Ernährung rund ums Training, die fällt natürlich weg, wenn wir nicht trainieren, aber dadurch, dass sich die Trainingsintensität bald so verändern wird und auch die Time and Attention, man kennt ja den Patrick mit seinem System, das ist brutal fordernd, Nicola hat das jahrelang selber gemacht und wird sie jetzt noch machen. Da wird es jetzt einmal die erste Einführung geben und ich denke, dann wird der Motor nur mehr brennen und ich werde nur ein bisschen mehr brauchen, damit ich regenerativ hinterherkomme. Im Training gibt es Operation Vario Intra, also der wird mich immer begleiten und jeder, der mich kennt, der weiß, Diät oder Off-Season, Intra ist immer mit am Start. Und wenn ich den mal vergessen würde, ganz ehrlich, da gehe ich schon mit einem beschissenen Gefühl ins Training. Da denke ich mir schon, es kann halt nichts werden. Natürlich eine Kopfsache, aber gerade in der Diät merkst du, wie verdammt wichtig ein ordentlicher Intra ist. Und dann haben wir hier noch direkt ein Shake-Knochentraining drinnen, sehr praktisch, dieses Fach dafür. Das sind nur mehr 30 Gramm Isoglier mit 10 Gramm Glutamin und der nächste Shake, der weitere Motto. Wie viele Meals haben es insgesamt dann am Tag? 6 Meals, 4 Shakes am Trainingstag. Das ist eigentlich relativ easy, außer du hast einen Trainingstag mit 2 Trainings plus Cardio, dann ist es einfach schon vom Zeitmanagement fordernd und da bin ich ja ehrlich, da geht dann immer viel anderes, aber das ist ja nicht nur, dass das Mealtiming jetzt verändert hat, das hat sich auch der Trainingssplit verändert, das hat sich auch die Trainingsfrequenz verändert, ich mache mehr Cardio und jetzt gibt es auch richtig gescheite Ergebnisse, gerade am Front, das ist geil. So, aber jetzt gibt es einen Shaker, 30 Minuten vom Training und dann steht Schulter und Trizeps an. Und ja, hier wird es sowieso noch viel tun, also wenn ihr was sehen wollt, schreibt es mir rein, was sehen wollt. Cheers! So, hier ein Shake habe ich getrunken und jetzt jagen wir noch ein neues Video auf YouTube rauf. Sascha Huber hat uns rausgefordert, mir und ein paar andere YouTuber und Strongman. War richtig cool, muss man wirklich sagen. Und schauen wir mal, ob wir das Klischee erfüllen. Aber Leute, jeder, der da öfter schaut, der weiß, dass ich nicht nur pumpen kann, sondern auch mal gut auf die Kacke haben kann. Also Bodybuilder können durch nur pumpen. Sascha Huber fordert mich heraus. Jeder kennt das. Aber die sind noch gut. Du warst ja nie so schwer wie jetzt, oder? Ja, also irgendwann vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher. Also aber jetzt habe ich schon. Merkst du denn jetzt was, ob es für die Gelenke nicht besser ist, wenn du mehr Gewicht hast? Wie meinst du? Verletzungsgefahr oder generell Entzündungen. Heche jetzt oder weniger? Weniger. Weniger, also ich merke mehr Dampf, mehr Wasser natürlich auch, das ist schon förderlich. Das ist auch gerade eigentlich das Geile in der Off-Season, du hast irgendwie, ich meine, du wirst schon stärker, aber du merkst ja, der Körper wird
geht mehr in die Richtung Panzer. Du hast ordentlich Dampf und bist besser geschützt mit den Wassereinlagerungen, ein bisschen Fett, was du hast. Also ist schon eher angenehmer jetzt, würde ich sagen. 29, müssen wir uns merken. Nicht mehr Schwäche, Schulter triff ich immer, da muss ich nicht besonders aufpassen und extrem Acht geben. Es hat irgendwo jede so Muskelgruppen, die er intuitiv einfach gut trifft, die intuitiv dadurch auch extrem gut wachsen. Dann ist die Schulter, das genieße ich halt einfach einmal. Wenn du besser werden willst und vielleicht der Muskelgruppen nicht gut trifft, dann fängst du an, das Training so zu denken, die immer reinzufühlen, alles zu perfektionieren. Und das ist ja richtig so. Aber es ist halt auch einfach ein geil, einfach drauf zu sein und zu wissen, das was du da machst, das funktioniert und einfach nur drauf fahren. Gesagt, nicht unbedingt den Oberkörper machen, vielleicht einmal Beine, damit wir den ganzen Ruhe geben. Aber es ist Donnerstag, es ist Schulter-Trizeps. Brennen schon richtig gut jetzt. Fühlen sie gut runter. Chiropraktiker und der hat geschröpft unter anderem auch und ordentlich massiert. Ich habe das Gefühl, die Blutdurchblutung, die ist so heftig einfach gerade. Keine Ahnung, ob man sieht. Ich sehe es auf jeden Fall. Die hintere Schulter, die ist so richtig eckig schon. Die ist so richtig voll nach hinten raus. Also voll eine geile Pump einfach. Taugt mir. Wo geht's jetzt hin? Jetzt gehen wir zum Reverse Pectic. Die bekannte Übung. Aber ich schätze mal, dadurch, dass wir jetzt Primetime haben im Studio und es mit den Parkplätzen schon gar nicht so einfach war, wird da jetzt auch wieder die Hütte voll sein, das ist eigentlich immer so um diese Uhrzeit. Es ist schon geil, wenn man am Vormittag einmal rein kann. Schauen wir, ob es frei ist, sonst müssen wir weiter schauen. Das bekannte Spiel, oder? Der hat gerade angefangen, lassen wir ihn werken. Wir haben ja Alternative. Wie geht's dir denn damit, wenn jetzt ein Gerät besetzt ist, das du eigentlich am Plan hättest? Was soll ich machen? Jetzt ziehst du auf einer anderen Übung vor, oder? Nein, gar nicht. Wir haben eine Alternativübung jetzt zum Beispiel. Wenn es gar nicht geht, dann wechselt die mir ab. Aber ich mache halt trotzdem irgendwie gern mein eigenes Tempo und so. Jetzt haben wir eine Alternativübung. Das passt natürlich. Wie gesagt, in letzter Zeit wechselt die mir wirklich oft ab, weil man sieht, die Hütte ist gut voll. Und es freut mich irgendwie, dass so viele Leute trainieren gehen und ordentlich Gas geben.
ist ein schönes Zeichen für den Sport. Also von dem her Alternative machen und gut ist. Weil ehrlich, wie mache ich es denn, wenn ich mal in einem anderen Studio bin? Wenn man nicht im Homegym hier ist oder so, dann muss man irgendwo Alternative suchen, da das meiste rausholen und einfach bis zum Versorgen trainieren. Das ist egal, ob das jetzt auf dem Reverse Pack Deck ist, von Panatta, von Life Fitness, von Hammer. Beste Einstellung finden, reinhauen, zerstören. Wird es einen Studiowechsel geben, wenn du jetzt dann woanders wohnst? Nein. Wir bleiben im Happy Fit schon treu. Ich tue mir echt schwer, woanders zu trainieren. Das kann nur das geilste Oldschool, Hardcore, Mega Bodybuilding Gym sein. Fuck, das ist nicht der Home Gym. Und da ist mein Herz, da ist meine Leidenschaft, da gehe ich gern her, ob man das verstehen kann oder nicht. Ich bin gern da, da kann ich liefern, da kann ich performen und alles andere fällt mir schwer. Das heißt, auch wenn wir umziehen, man wird mich sehr, sehr häufig hier sehen. War wieder richtig, richtig gut. Der erste Shake ist schon drinnen, den habt ihr gar nicht mitbekommen. In der Umkleide nur 30 Gramm Isolat, also Isoglier hat heute gegeben, mit 10 Gramm Glutamin. Der zweite Shake ist bereit, den gibt es in 15 Minuten, dann 10 Gramm EAS, 50 Gramm Glasterdextrin und für uns geht es jetzt schon wieder zum Chiropraktiker. Der hat noch ein paar Tricks, wie wir sie selber fein ausrichten können. Müssen wir jetzt aber wirklich Gas geben, 30 Minuten noch für 20 Kilometer. Das heißt, wir sind traurig, also sind wir dahin und ihr wisst es, wenn ihr diesen Content supporten wollt, dann immer mit dem Code PLASTIERFAN auf Outfit und ESN.com. Bis zum nächsten Mal.